Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr, mit einem neuen Podcast zum Galaterbrief. Heute mit mir, Joshua Walder. Der heutige Bibletunes knüpft an die Episode von gestern an, steht in Galater 5, 1-6 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Gestern habe ich den Vers aus Galater 5, Vers 1 mit einer riesigen Torte verglichen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Wie eine riesige Torte können sich diese Worte von Paulus vor uns aufbauen. Sie sehen wirklich lecker aus und es ist irgendwie klar, da steckt so richtig viel drin. Wir haben dann gestern einfach ein kleines Stück von dieser Torte abgeschnitten und darüber gesprochen. Es ging um unseren Ruf zur inneren Freiheit. Jesus möchte uns von innerlichen Bedrückungen befreien. Heute möchte ich über ein zweites Stück dieser Torte sprechen. Ein Stück, das auch die politische Dimension der Aussage »Zur Freiheit hat Christus uns befreit« ernst nimmt. Es klingt besonders stark in den Versen danach an. Deshalb sind sie auch heute dazugekommen. Ganz zum Schluss, nach dieser längeren Passage, heißt es: Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ja, und in diesem Vers ist schon sehr, sehr gut angesprochen, was für ein Stück Torte wir uns heute vornehmen. Wenn wir über christliche Freiheit sprechen, verstehen wir diese Freiheit sehr schnell als eine individuelle und persönliche Freiheit. Christus hat mich befreit. Ich bin jetzt eine Tochter, ich bin jetzt ein Sohn Gottes. Paulus schreibt hier aber im Plural: Zur Freiheit hat Christus euch befreit. Es geht ihm darum, dass wir gemeinsam in der Freiheit leben dürfen. Und ich glaube, dass dieses Tortenstück bei uns einfach viel zu häufig übersehen oder sogar ignoriert wird. Die Individualisierung ist schon lange Teil des christlichen Glaubens geworden und ist laut in unseren Predigten zu hören, tief in unsere Frömmigkeit hineingewoben worden. Es braucht eine ganz schön große Distanz zu unserem Kulturkreis, um den gemeinschaftlichen Ruf zur Freiheit, der eben auch in Paulus Worten drinsteckt, überhaupt noch hören zu können. Schauen wir deshalb doch mal nach Lateinamerika. Dort ist in den 1950er Jahren die sogenannte Befreiungstheologie entstanden. Wenn man so will, setzt diese Theologie genau bei Galater 5, Vers 1 an. Daran, dass Christus uns zur Freiheit befreit hat. Aber jetzt führt sie diese Aussage zu dem Vers, den wir eben schon gehört haben. Nämlich, dass das Einzige, was zählt, der Glaube ist. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Das Hauptanliegen der Befreiungstheologie ist schlicht und einfach, sich tatkräftig für Unterdrückte einzusetzen. Der christliche Ruf zur Freiheit wird so verstanden: Freiheit, das gilt nicht nur für mich, sondern vor allem für andere, und zwar solche, die noch unterdrückt oder diskriminiert werden. Auf diesem Fundament fördert die Befreiungstheologie Emanzipationsbewegungen von Minderheiten, Armen und sozial Benachteiligten. Man könnte vielleicht auch sagen, dass sich das Stichwort Freiheit mit dem Stichwort Emanzipation verbindet. Freiheit, das gilt nämlich nicht nur für mich, sondern auch für die anderen.
Und der Ruf und die Einladung zur Freiheit, das ist eine Einladung zur Emanzipation. Denn Christus hat eben nicht nur dich und mich befreit, sondern noch viele, viele andere. Oder er will sie sogar noch befreien. Auch Menschen, die ziemlich anders sind und denken und glauben, als wir es vielleicht tun. Dass die Emanzipationsbewegungen immer wieder skeptisch angeschaut werden. Auch immer wieder von tiefgläubigen Menschen, das passt der Befreiungstheologie irgendwie nicht so ins Bild. Ich glaube, dass die Gefahr ist, wenn wir Emanzipationsbewegungen sehr kritisch anschauen, dass wir uns ein bisschen so wie die Juden von damals verhalten und den Heiden irgendetwas, damals war es die Beschneidung, vielleicht ist es heute was anderes, aufzwingen wollen. Und da müssen wir schon ehrlich sein und als Kirche zugeben, dass wir Christenmenschen im Laufe der Kirchengeschichte und sogar im Namen Gottes anderen fälschlicherweise schon so viel allerlei aufgezwungen haben. Mir scheint da die Stimme aus Lateinamerika eine ganz, ganz wichtige zu sein. Eine, die uns den Aspekt der Befreiungstheologie, die Paulus auch in sich trägt, irgendwie neu vor Augen hält. Für mich hat die Befreiungstheologie aus Lateinamerika hier etwas vom Evangelium verstanden, was wir leider häufig übersehen oder irgendwie nicht wahrhaben wollen. Ganz im Sinne der heutigen Individualisierung legen wir die christliche Freiheit einfach immer wieder für uns selbst aus und eben nicht für andere. Aus dem Ruf zur Freiheit hat Christus uns befreit, wird der Ruf zur Freiheit hat Christus mich befreit. Worum es Paulus aber geht, das ist ganz pointiert im letzten Vers zusammengefasst. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Und damit tritt an unsere beiden Stichwörter Freiheit und Emanzipation noch ein drittes Stichwort, nämlich die Liebe. Weder die christliche Freiheit noch die christliche Emanzipation sind ohne Liebe zu denken. Sowohl die Freiheit als auch die Emanzipation sind nur dann christlich, wenn sie in Liebe geschehen. Denn, und das macht Paulus klar, die christliche Freiheit, die hat die tatkräftige Liebe zum Ziel. Die christliche Freiheit ist kein Einzelsport, denn Liebe gibt es nur dort, wo es ein Gegenüber gibt, wo sich zu dem Ich ein Du gesellt. Und damit kann die christliche Freiheit gar nicht als Einzelsport gedacht werden, sondern nur zusammen. Und ich glaube, das sollten wir uns gerade heutzutage sagen lassen. Natürlich, wie wir andere tatkräftig in die Freiheit hineinlieben können, darüber gibt es noch ganz, ganz viel Gesprächspotenzial. Im Rahmen von Feed Yourself haben wir deshalb eine ganze Session für Kleingruppen dazu vorbereitet. Wenn du magst, kannst du dich dort mit deinen Freundinnen und Bekannten mehr über das Thema der tatkräftigen Liebe austauschen und deine Fragen und Ideen dazu einbringen. Feed Yourself, das ist eine kostenlose App, die dir die ganze Vorbereitung abnimmt. Und trotzdem seid ihr als Kleingruppe ganz flexibel und könnt selbst entscheiden, wie lange und auf welche Art ihr die Zeit gemeinsam verbringen möchtet. An einer Stelle laden wir bei Feed Yourself die Kleingruppen dazu ein, Gottes Wort auf eine meditative Art und Weise zu vertiefen, damit das Gehörte nicht nur im Kopf, sondern auch im Herz ankommt. Und bei der Session zu dem heutigen Thema kommt ein altes Gebet von Franz von Assisi vor. Das Gebet greift die heutigen Verse auf eine besonders treffende Weise auf. Und zum Schluss dieser Episode möchte ich dieses Gebet auch hier einbringen, damit Paulus Worte nicht nur unsere Köpfe, sondern auch unsere Herzen und unsere Hände verändern und wir mehr und mehr begreifen, auf welches Ziel hin uns die Freiheit von Christus geschenkt worden ist. Herzlich willkommen im Schein unserer Kerze. Heute beten wir ein Gebet des Friedens. Ich lade euch ein, im Stillen mitzubeten und Gott zu bitten, dass wir Kraft seines Heiligen Geistes an seinem Frieden mitwirken dürfen. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens.
dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Danke, Herr, für das Licht in deinem Wort. Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht.